Servus FC Bayern Fan und willkommen zu unserem neuen Video über Manuel Neuer. Gib uns schon mal wie immer einen Daumen hoch, bevor wir anfangen. Und falls du neu hier bist, abonniere jetzt unseren Kanal, um keine Neuigkeiten rund um den FC Bayern München zu verpassen. Los geht's! Stell dir vor, du fährst in München mit einem E-Scooter und plötzlich fährt Manuel Neuer neben dir. Ein Video des Bayern-Kapitäns, das schon einige Zeit alt ist, macht gerade im Netz die Runde. Momentan ist Manuel Neuer in München in aller Munde. Er hat mit einem brisanten Interview für Aufregung gesorgt und damit den FC Bayern ins Zentrum des Interesses gerückt. Laut einer Umfrage haben die meisten Fans das Ende seiner Zeit bei Bayern gesehen, aber er hat auch prominente Unterstützung, darunter von Legende Sepp Maier. Ein ungewöhnliches Video, das Manuel Neuer bei einer E-Scooterfahrt in München zeigt, ist jetzt im Internet aufgetaucht. Die Instagram-Seite Münchner Gesindel teilte den Clip, der zuerst auf TikTok zu sehen war. Das Video zeigt einen Fan, der den Bayern-Torwart abends oder nachts an einer Ampel in der Nähe des Odeonsplatzes auf der Leopoldstraße trifft. Der Fan ist aufgeregt und Neuer nimmt es ganz locker, grüßt mit einem Peace-Zeichen und unterhält sich freundlich. Das Video zeigt, wie Neuer mit einer Einkaufstüte am Lenker seines E-Rollers weiterfährt, ohne gestört zu werden. Er fährt dicht hinter einer blonden Frau, die verdächtig nach seiner Freundin Annika Bissel aussieht. Allerdings lässt die Auflösung des Videos keine sichere Identifizierung zu. Es scheint, dass das Video schon einige Zeit alt ist. Das Video ist aktuell zweifellos nicht neu, da alle Beteiligten leicht bekleidet sind und Neuer nur ein weißes T-Shirt trägt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Szene im Sommer bei höheren Temperaturen aufgezeichnet wurde. Der Benutzer, der das Video hochgeladen hatte, hat in den Kommentaren verdeutlicht, war 2021. Das Video hat zu vielen positiven Reaktionen bei Fans geführt, die Neuers lässigen Auftritt feiern. Einige Benutzer schreiben, dass er so genial und bodenständig ist oder einfach sympathisch. Auch der offizielle TikTok-Account von AIDA hat kommentiert, andere Profifußballer fahren im Luxusauto, Neuer ist gechillt mit einem E-Scooter unterwegs, sympathisch. Trotz seines lässigen Grinsens war es dem Nationalkeeper in den letzten Monaten sicherlich schwer gefallen, da er eine schlechte persönliche Phase durchgemacht hat, die mit dem Vorrundenaus bei der WM begann und mit seiner schweren Skiverletzung und dem Rauswurf seines Freundes und Torwarttrainers Toni Tapalovic fortgesetzt wurde. Nach meiner Ansicht war das Video von Manuel Neuer auf dem E-Scooter in München sehr unterhaltsam. Ich fand es großartig, dass er so locker und bodenständig war und mit einem Peace-Zeichen grüßte. Und was sagst du dazu? Schreib es in den Kommentaren.